Die Gastronomiebranche ist innovativer denn je. Das beweisen wir auch mit dieser Sendung. Innovativ sind aber auch die vernetzten Mitglieder der FBMA, der Food and Beverage Management Association. Eine Interessenvereinigung, die sich aus dem Management der Gastronomie und der Zulieferbranche zusammensetzt. Bei einem Mitgliedertreffen hat sich bewegt umgeschaut und nach den Erfolgsgeheimnissen von ihrem Netzwerk verhandelt. Hoch über der Zürcher Bahnhofstraße trifft sich die Crème de la Crème der Gastroszene zum Erfahrungsaustausch. Die FBMA lädt zum kulinarischen Get-Together. Das gaumentechnisch Schöne wird hier mit dem Nützlichen verbunden. Ich bin nie mehr so nah an den News und Trends wie der FBMA. Und da hat man so Kreti und Pleti querbeet von verschiedensten gastronomischen Leuten, die da mitmachen, wo man innerhalb von diesen 4-5 Stunden, wo man manchmal zusammen ist, so viele News überkommt und so viele Trends und so viele Geschichten, die abgehen, dass ich noch 100 Seiten von Heftli könnte lesen und nie das Gleiche wüsste. Also von dem her ist das eigentlich für mich einer der Highlights dieser Mitgliedschaft. Was ich da gesehen habe, ist, wenn man irgendwie mal, jeder Gastronom oder jeder Unternehmer hat irgendwie mal eine Stelle, wo er sagt, oh, was soll ich jetzt so machen, neue Situation für mich. Durch das hat man das Netzwerk, das ist so riesig, Tom. Ich weiss auch gut, das ist die und die Person schafft in diesem Bereich. Gut, ich gebe kurz ein E-Mail oder ein Telefon und schon hat man eine Ansprechperson, eine Anlaufsperson, die man kennt, die man einordnen kann, nicht einfach irgendwie eine fremde Person. Über 300 Mitglieder zählt die FBMA. Mitglied werden können Kadermitarbeiter aus der Gastronomie oder aber auch Personen aus der Zuliefererbranche. Ich komme immer mit Inputs über, wo ich ja den Mitgliedern ja auch wieder helfen kann, damit sie eben, jetzt, wenn es um Zauberkeit und Hygiene geht, auch wieder sehr innovative und neue Konzepte mitbekommen. Und ja, es ist ein guter, spannender Ort, um auch mit einem Kunden, wo man vielleicht zuerst vieles formelleres Verhältnis hatte, man war per se und es war so eine klassische Kunden-Lieferanten-Beziehung, wo was im FBMA die Möglichkeit gibt, um einem auf einer viel anderen Ebene einmal und irgendwie lockerer und persönlicher irgendwie zu treffen und zu begegnen. Also. Köpfe zusammenstecken, voneinander lernen und gut vernetzt auch kulinarisch auf seine Kosten kommen. Dabei geht fast vergessen, besser geht immer. Wo gibt es noch Bedarf, Handlungsbedarf? Ja, ich denke, dass es eben, weil es so viele Neuerungen gibt und das ist so ein schnelllebiges Business, da denke ich schon, dass es nochmal einen Sprung mehr braucht in Bezug auf, wo ist denn jetzt wirklich der richtige Meilenstein gewesen. Die Branche muss schauen, dass sie nicht zu fest in der Branche isoliert bleibt, sondern dass sie irgendwie versucht, da den Blickwinkel ein bisschen aufzuziehen. Ich sehe, dass bei der FBMA ist das schon so. Es sind eben, wie ich es vorher angesprochen habe, Leute dabei, Lieferanten. Aber gleich, man muss schauen, dass man vielleicht noch ein bisschen weitergeht, noch einen Schritt weitergeht. Wir gehen viele Gastro-Konzepte anschauen. Vielleicht wäre es mal interessant, irgendwie einen Vorreiter, ich sage jetzt mal gerade im digitalen Bereich, anzuschauen. Oder? Was gibt es dort noch für Möglichkeiten, wo sich Gastronomie damit, also wo man nicht mehr rundherum kommt, oder? Wo man sich noch profilieren kann. Und so lautet das Fazit des heutigen Treffens: Gut, wer gut vernetzt, noch weitere Netze auszuwerfen weiß.